und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sophia und ich würde heute gerne mit euch Schützen für die kommende Woche gucken, was euch da am beitragendsten ist, welche Energien sich da zeigen. Das ist die KW 41 vom 9. bis 15.10. Wichtig ist mir noch zu sagen, es ist eine Kollektivlegung, das heißt, nicht jeder kann und muss damit in Resonanz gehen. Bitte schaut auch einfach noch bei eurem Mond- oder Sonnenzeichen nach oder bei eurem Aszendenten. Genau, in dem Sinne, nehmt auch bitte nur das mit, was euch ein Beitrag ist, lasst den Rest hier. Und jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. Jetzt werden wir mit diesen schönen Tarotkarten nach einer Hauptenergie schauen, die euch in der kommenden Woche begleitet, beziehungsweise was für Themen sich zeigen. So, eine Karte für die lieben Schützen für die kommende Woche. Was darf ich den Schützen für die kommende Woche mitteilen? Die wollte raus. So, die vier der Stäbe. Ja, hier heißt es, offen zu sein, ja. Und sich und andere willkommen zu heißen. Lebensfreude, Harmonie, ja, sich sicher zu fühlen, neue Kontakte zu knüpfen. Ja, einfach innerer Frieden, ja, bei den vier der Stäben. So, wir werden jetzt mal mit den Lenormand-Karten dazu den Siebener Weg befragen, um was es hier denn bei euch spezifisch geht im Kollektiv für die Schützen. So, da wollte die erste raus. So, einmal mit den Lenormand und jetzt einmal noch eine abschließende Energie für die Schützen für die Woche. Wie gehen die Schützen aus der Woche? Ups, da will sie schon raus. Da fällt der Mond, ja. Da geht es eher so ein bisschen um Unsicherheiten, Empfindlichkeiten, Ängste entwickeln, ja. Sehr spannende Energie hier im Kollektiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Es geht hier wirklich offen zu sein, ja, mit den vier der Stäben, ja. Hier ist irgendein Prozess, ja, das schicksalhaft ist, was Karmisches ist, ja. Hier geht es um einen Lernprozess bei euch, ja, von der Energie. Das macht Unruhe, ja, das macht Blockaden, da knabbert etwas an euch, ja. Für viele scheint es hier im Kollektiv drum zu gehen, dass man gerne neue Veränderungen hätte. Aber diese neuen Veränderungen hier, ja, die scheinen einen auch noch Unruhe zu machen im Feld, ja, im Inneren, Blockaden auszulösen. Hier knabbert etwas, ja. Und man sieht auch die Angst, die Unsicherheit, man fühlt sich vielleicht sehr empfindlich. Das kommt auch noch in die nächste Woche mit rein, ja. Hier ist wirklich, ja, hier knabbert etwas an einem, aber man ist dabei, einen Prozess oder eine Situation zu verändern, wobei im Kollektiv es eher um innere Prozesse hier anscheinend geht. So, wir schauen mal, welche Seelenbotschaft ich euch Schützen übermitteln darf. Für die kommende Woche, was ist den Schützen hier am beitragendsten? Was darf ich hier noch sagen? Wow, da fällt es schon. Ach, der Kampf. Es lohnt sich zu kämpfen. Bitte um Kraft und Geduld. Bleibe dran und halte durch. Ja, weil das ist im Kollektiv zu spüren. Das geht wirklich noch in die nächste Woche mit rein, ja. Aber trotzdem offen zu bleiben für diesen Prozess, ja. Ihr werdet es schaffen. Haltet wirklich durch. Wir schauen mal, was euch da von den Portalkarten am beitragendsten ist. Liebe Schützen, wir schauen mal. Eine Portalkarte für die Schützen. Was ist denen dort am beitragendsten für die kommende Woche? Ja, da hat es gestoppt. Schauen wir mal.
Sternenwesen Heilungscode. Wichtige Informationen. Wunden werden geheilt, Energien tanken. Ja, also hier scheint es wirklich darum zu gehen, auch so ein bisschen in die Ruhe wieder zu kommen, diese Unruhe rauszumachen. Ja, Energie diese Woche zu tanken, um auch in die nächste Woche diesen Prozess noch weiterzuführen. Ja, und die wichtigen Informationen, die ihr braucht, ja, die fehlen den meisten hier anscheinend noch, ja. Ihr habt noch nicht alle Informationen oder alles Wichtige, was ihr wissen müsst für diesen Prozess. So, wir schauen mal, welches Krafttier bzw. welche Botschaft ich euch da noch übermitteln darf, was euch hier noch am beitragendsten ist, liebe Schützen. So, da ist schon gestoppt. Der Marienkäfer. Gelassen bleiben. Aussprechen, was lange überfällig ist und jetzt kreativ zur Tat schreiten. Also, kreativ zur Tat schreiten, aber eher im Inneren, habe ich das Gefühl, ja, indem man sich mit sich und der Situation, je nachdem, was es hier ist, es ist wirklich das gesamte Gebiet gemeint, ja. Also hier ist kein einzelner Themenbereich zu erkennen direkt, sondern hier geht es wirklich im Kollektiv bei jedem um etwas anderes. Jeder für sich weiß aber, auf welchen inneren Kampf er hier gerade führt. Bleibt wirklich gelassen, ja? Und sprecht aus, was wirklich wichtig ist, ja? So, und zur Tat schreiten in der Hinsicht für sich selber, ja? Kurz mir hier durchgesagt. Wir schauen jetzt nochmal. Ein Engel, ja? Welcher Engel ist den Schützen in der kommenden Woche am beitragendsten? Was darf ich hier übermitteln? Was ist hier wichtig zu wissen? Was ist ein Beitrag für die Schützen für die kommende Woche? Eine Engelskarte. Da hat es gestoppt. Die wollen wir haben. Du hast eine besondere Verbindung zu Tieren. Deine Tiere auf der Erde und im Himmel werden von deinen Engeln behütet. Ja, ganz interessant. Für den einen oder anderen hier, um sich selbst auch ein bisschen wieder zu erden, diese Nervosität rauszubekommen. Ja, geht eine Runde mit eurem Hund spazieren, geht zu eurem Pferd, ja, krault eure Katze, ja, wirklich, geht da in die Verbindung und kommt in die eigene Kraft wieder. Bleibt gelassen. Ihr werdet hier am Ende der Woche zwar noch Unsicherheiten haben, ja, hier knabbert immer noch etwas am Ende der Woche an euch. Aber ich denke, für den Großteil, wenn ihr hier ein bisschen in den Rückzug geht, ja, aber offen und gelassen bleibt, ja, das ist wirklich wichtig. Das wird mir nochmal durchgesagt. Dann werdet ihr ein Stück in diesem Prozess vorankommen. Liebe Schützen, so, das wird auch eine sehr tiefgehende Woche. Also ich spüre bei vielen im Kollektiv, ist nicht nur bei eurem Sternzeichen so, dass es hier wirklich um innere Prozesse diese Woche geht bei vielen, ja. Um so eine Art Reinigung, das ist sehr interessante Energie für die kommende Woche. Ja, in dem Sinne, wenn euch diese Legung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch, würde ich mich mega darüber freuen. Teilt gerne meinen Kanal, der ist noch ganz neu, so dass ich noch mehreren Leuten ein Beitrag sein kann. Ja, abonniert, wenn noch nicht getan, damit ihr kein Video verpasst immer auf dem Laufenden bleibt. In dem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche, liebe Schützen. Bis bald, eure Sophia.